Ja, Leute, es ist soweit. Wir sind wieder bei Hitman gelandet. Nachdem ich mit dem Projekt fertig war, habe ich ja gesagt, wir werden das ein oder andere Missionchen spielen, was von der Community erstellt wurde, und es ist soweit. Es geht los. Wir werden ein Auftrag in der Warteliste Chronik. Naja, hier waren ein paar einfache Aufgaben, die ich genommen habe, um... Okay. Die ich genommen habe, um die, um das Geld schnell zu kriegen. Für die, Keisu. Da gab es hier ein paar richtig gute Missionen, die schön viel Knete bringen und halt einfach mal nichts beanspruchen. Keine Aufträge gefunden. Das ist jetzt doof. Das ist sehr doof. Wir müssten nämlich einen Auftrag mit den Saints haben. Okay. Gucken, ob der vielleicht wieder dabei ist. Ich hoffe es. Ich habe gehofft, dass ich ihn in der Chronik finden kann. Doof. Nein, nein, nein. Auf Volksfest. Das ist alles nicht. Saints, wir müssen irgendwie... Hier sind Saints. Das ist der Parkplatz. Ja. Okay. Das also auch nicht. Nee. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall einen Auftrag mit den drei Saints. In dem Maisfeld. Das ist nämlich ein Auftrag, von dem ich mal erzählt hatte in irgendeinem Part. Aber frag mich jetzt nicht welchen. Nämlich die ziemlich geilste Mission, die ich jemals gesehen habe. Also, das kam mir beim... Hier, das könnte so sein, oder? Nee, Soldat der Agentur. Ist auch nicht. Ich hatte nämlich mal nach, okay, die heißt sogar Maisfeld. Sortieren nach. Aktuellste Anzeigen, ist mir egal. Kontrollpunkt Kategorie. Lautloser Killer, Anschlag, visierte Waffen, nee, auf alles, Schwierigkeitsgrad, Auftrags-ID beliebig, Auftrags-ID, ach so, ja, prima, Schwierigkeitsgrad, Purist bitte, ich hätte gerne Puristenaufträge, wenn dann, das andere macht ja keinen Spaß, ist auch wirklich so, die anderen Aufträge machen nicht so viel Spaß, das ist viel zu einfach. Das hatte ich beim normalen Spielen, hatte ich das auch schon echt so teilweise im Kopf drin so. Also, ich habe ja natürlich mir auch schlau gemacht, mehr oder weniger. Ich habe es einfach rumgeklickt und gesucht und bla bla bla. Deswegen wusste ich halt auch von dem Contracts relativ schnell. Das fällt ja gleich beim Starten des Spiels schon ins Auge. Da ich auch mal hier so ein bisschen so dann überlegt, so im Laufe des normalen Durchspielens, ja Mensch, was kannst du denn eigentlich so Aufträge machen? Oh Gott. Keine Fehlschüsse ist nicht drin, das heißt, er hat auch noch daneben geschossen. Geil. So eine Aufträge sind ja peinlich. Ach, Mist. Ist jetzt doof. Ansonsten erstelle ich den Auftrag einfach mal kurz. Also, beziehungsweise versuche ihn zu erstellen, weil ich kenne mich. Ist jetzt doof. Ist jetzt sehr doof. Gut, Leute, dann machen wir den Filter mal wieder auf beliebig, so, auf Aufträge suchen. Und ich gucke jetzt nicht hin. Ich weiß, dass hier irgendwo der Fall sein müsste. Ich glaube, ich treffe den. Und ich nehme die Mission. Pistole als Hausmeister. Oh nein. Welche Karte ist das? Steht das hier irgendwo? Terminus Hotel. Die. Auf Terminus Hotel. Wie soll denn das gehen? Ach du gute Güte. Ach du gute Güte.
Wo ist sie? Hier ist die. Hier. Die Krügermeier. Fragt nicht warum. Ich liebe die Pistole einfach. Die ist voll geil. Okay, gut, dann versuchen wir uns mal an dem Auftrag. Ich werde den hundertprozentig nicht so schaffen, wie er angefordert ist. Ich kenne mich. Ich habe übrigens wirklich nicht hingeguckt, als ich den Auftrag gerade ausgewählt habe. Ich habe nur kurz geguckt, wo ist zur Hölle der Pfeil? Und dann klicken, klicken, klicken und dann einfach in die Mitte irgendwo rein und passt. Das könnten wir eigentlich öfter mal machen. Aber dann müsste ich mir merken, welche Aufträge wir haben. Ist auch doof. Ich glaube, der Auftrag wird in der Chronik auch nicht mehr angezeigt, weil das schon ein paar Monate her ist, dass ich das gemacht habe. Könnte vielleicht wirklich daran liegen. Wobei ich gerade aus der Monkey Island Aufnahme komme, gleich nochmal einen Schluck hinterher. Es geht. So, um keine Kleiderwechsel zu halten, dürfen Sie die Verkleidung nicht wechseln, nachdem Sie den Auftrag gestartet haben. Ja, ich weiß. Der Auftragstimer startet, nachdem Sie den ersten Kill bzw. den ersten Ruhigstellung, darunter fallen auch Nicht-Ziele. Ja, das ist stimmt. Das Lustige ist, das zählt allerdings nicht, wenn man den Auftrag erstellt. Was ein bisschen dämlich ist, um ehrlich zu sein. So, wir haben 20 Schuss, haben da ein einziges Ziel. Und unsere Pistole ist ultra krass gut. Das Problem wird sein, die zu verstecken. So. Der ist Elektriker, ne? Kein... Wir dürfen hier auch rein. So, die sollen wir töten. Du kennst meinen Arbeitgeber nicht. Die sollen wir töten, Leute. Du auch nicht und du wirst auch sterben dafür. So Leute, hier können wir hoch. Das können wir sogar von da unten machen, fällt mir gerade auf. Das müssten wir hinkriegen. Dann können wir auf jeden Fall durchs Fenster reingehen. Das wäre King, wenn das klappen könnte. Können wir hier an die Kante ran? Nee, ne? Axt. Danke. Kommen Sie Axt, einfach nur Axt. Danke, aber, ich bin nicht aber dann haben wir schon mal einen Rückweg. Jetzt müssen wir richtig aufpassen. Hier sind Hausmeister unterwegs. Ne, wartet, hier müssten eigentlich... Doch, da ist ein Hausmeister gewesen. Ich hab ihn gesehen. Da ist er. Das ist Joe. Er ist sowas wie eine Legende in der Stadt. Ganz ehrlich. Okay. Ganz ruhig, Leute, wir schaffen das. Ich weiß noch nicht wie, aber wir schaffen das schon. So, ganz ruhig bleiben. Aber eine Verkleidung dürfen wir auch nicht machen. Richtig? Wir dürfen gar nichts machen, oder? Genau, der hat alles geschafft, wie auch immer er das gemacht hat. An der Stelle interessiert mich eigentlich mal immer wirklich, wie zur Hölle haben die das eigentlich direkt gemacht? Das ist eigentlich voll interessant. Ich meine, gut, wir spielen auf einem Normalschwierigkeitsgrad, glaube. Irgendwie sowas. Okay, da geht's auf jeden Fall hoch. So, hier geht's auch hoch. Genau. Ich noch richtig in Erinnerung. Kommen wir auch hoch? Ja, ne? Ja. Ah ne, falsche Richtung. So, dann sind wir hier nämlich oben. Wenn wir nicht gleich wieder runterglitschen. So. Jetzt müssen wir nur noch zu der Lady hin. So, da hier ein Handwerker ist und einer von den Typen, der uns auch nicht erkennen kann. So, hier sind auch zwei von den Typen, die uns nicht erkennen können. So, und hier ist nämlich mein Problem. Die sollen wir töten und wir sollen sie verstecken. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob die überhaupt weggehen. Und ich weiß nicht, wo wir die verstecken können. Wirklich nicht, Leute. Das ist mir scheißegal. Weißt du, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt? Mich und Arschlöcher. Wartet, ich habe eine Idee. Wir können sie, glaube ich, hier rauswerfen, ohne dass das passiert. Ohne dass die dann... Ja, Arschloch. Wäre Arschlochtum ein Verbrechen, würde man dich kassieren. Öffentlich, wenn sie deine Eier finden. Und dann würden sie die ausstellen in den Kopf von einem verfickten Diktator, Arschloch. Komm schon, sei nicht so prüde. Und dann kann man sich verstecken. Wir verstecken uns mal kurz, Leute. Ein impotenter Schönling. Komm her, komm her. Ja, du ja, bist gemeint. Du, weil du nicht weißt, wie man eine Lady behandelt. Du weißt vermutlich nicht mal, was eine Lady ist, oder? Was ist denn? Nein. Läuft irgendwer lang? Er da hinten.
Okay, er ist Elektriker. Oh. Hey, wie geht's? Oh. Danke, und dir? Meine Güte, ich hatte gerade Angst. Du bist aber ein unhöfliches Arschloch. Mal sehen, ob du einer Frau wie mir gewachsen bist. Wurm. Wir können jetzt leider nicht unsere Pistole ziehen. So, die müssen wir erschießen. So, der andere guckt auch, ne? Nee, der guckt nicht. Können wir ganz kurz... So, dann haben wir sie ausgerüstet. So, jetzt wollen wir noch, bis die Tür zugeht, dann erschießen wir die. Das heißt ja erschießen mit der Pistole. Aber zählt dazu eigentlich auch Eliminierung? Oh. Kurz wieder aus dem Fenster raus. Okay, müssen wir warten. Müssen wir warten. Geht die Tür auch irgendwann mal wieder zu? Ah, Mist, da draußen steht ein Hausmeister. Seien Sie froh, dass ich kein Mann bin. Sonst würde ich Ihnen in den Arsch treten. Wenn sie ein Mann wäre, würde sie uns in den Arsch treten. Darf ich mal fragen, warum? Okay. Also wenn wir sie erschießen, müssen wir das so machen, dass der Elektriker nicht vorbeikommt in dem Moment. Das Problem ist auch, wir sollen sie mit einer Pistole erschießen. Ich weiß aber nicht, ob Eliminierung auch dazu zählt. Also hinten an sie ran und dann Q drücken. Mit einer Pistole eliminiert man dann ein Ziel. Das ist nämlich was anderes. Ich warte auf den Moment, wo ich die ziehen kann, weil da draußen sind nur zwei Leute. Ich warte eigentlich wirklich nur auf den Moment, dass die beiden da weg sind. Der eine muss nach vorne gehen, der andere muss nach da hinten irgendwo hin verschwinden. Oder wo auch immer der hingeht, ist mir eigentlich vollkommen egal. Aber ich glaube, dass der die Mission wirklich so gemacht hat, wie ich mir jetzt denke. Versuch's. Was ist denn mit der schief? Kommt jemand lang? Ne, wir haben auch nichts gehört. So, jetzt dreht der sich wieder um, der kleine Pisser. Ungünstig getimed gerade leider. Warte, der geht von alleine. Jetzt kommt der andere. Oh, ich glaub's nicht. Nein. Okay. Sind anscheinend beide weg. Also mal gucken, ob das klappt. Ich hoffe es. Ich hoffe, es klappt. Nein, 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 nein. Shit! Was? So, Leiche ist gefunden. Oh mein Gott! Er wurde ermordet! Warum? Darf ich mal fragen, warum der eigentlich misstrauisch mit uns ist? Wo sind wir eigentlich hin? Hier sind wir raus, okay. Wie zur Hölle hat er die dann versteckt? Wie hat er das dann gemacht? Hä? Wie hat er das denn gemacht? Okay. Stranger Auftrag auf jeden Fall, Leute. Sehr strange. Huh. Sehr interessant. Ich habe keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Was haben wir freigestellt? Achso, die E-Light. Ja. Hier sind wir fast durch. Hier fehlt nur der Silencer. Silencer? Ja, die habe ich ja hier, die habe ich ja gekriegt, weil ich das CRC mir gekauft habe für 2 Euro, glaube. Hier, weil die eigentlich nur eine Pistole haben, die ja, viel Muni hat. Die halt meine schöne, normale Silver-Baller-Kombination, die leider sie... Nee, nach 1 Million. Oh, hups. Okay. Auto, so. Hier den Analyse habe ich immer noch nicht.
man sich ihn freikaufen muss? Ich weiß ja nicht. Ja, Travis Swiss haben wir auch nicht. Was auch nicht, wo man die herkriegt. Gucken, ob wir die vielleicht irgendwann mal dazu kriegen. Die Steiner Bisley Zenit. Okay, dann haben wir auch immer die gekriegt haben. Ah, 5 Minuten lohnt sich jetzt eigentlich nichts. Ich kann da nochmal versuchen, irgendwas zu machen. So, eine vorgestellte Aufträge. Vielleicht was Kleines, was Kurzes? Keine Aufträge gefunden. Und wenn wir jetzt bei Aufträge finden nachgucken, vielleicht hier was Kurzes, hier Maisfeld. Unauffällig und nur das Ziel töten. Unauffällig als Unfall! Also ist egal, welche Waffen wir mitnehmen. Dann ausrüsten. Immer die Keisu, wenn nichts gefragt ist. So, und als Vogelscheuche müssen wir rumlaufen. Ich weiß leider nicht, wo die ist. So, Richter, Patriot. Wo ist denn die schöne Vogelscheuchenverkleidung, die ich im Game übrigens nicht gezeigt habe? Warum sind die eigentlich alle rot jetzt markiert? Ach, egal. Hier sind. Vogelscheuche. Verkleiden. Zurück. Und weiter. So, mal schauen. Als Unfall? Was hat denn die für einen Unfall? Wer weiß. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Das ist ein Unfall und wir müssen unauffällig bleiben. Fehlschüsse, etc., alles egal. Das muss ein Unfall sein. Und wir müssen unauffällig bleiben. Übrigens ist unauffällig immer das Allerschwerste, was man hinkriegen kann, wenn man sich einen geilen Auftrag ausdenkt. Ob der jetzt so geil ist, das wird sich zeigen. Ich hoffe, der ist auf Purist. Ich hoffe es. Da könnt ihr mal lesen, was Schönes macht. Nee, ist nicht Purist. Die Vogelscheuchenverkleidung verbirgt sie, wenn sie im Maisfeld stehen. So, das ist unser Ziel. Ach, die ist das. Das ist ja richtig easy dann. Das wird jetzt richtig einfach, Leute. Oh, ist ja langweilig. Ich hab das eigentlich jetzt. Ich hab gehofft, dass es ein guter Auftrag ist. Wir wissen, dass sie da draußen sind. Meister Black verwirkt sie unten bleiben und ruhig. Oder wir gehen als Vogelscheuche an das Ding da ran. Dann sind wir auch unsichtbar übrigens. Mal so als nebenbei Fun Fact erwähnt. So jetzt. Das ist aber viel zu einfach, finde ich. Hier haben wir einen Gegner. Wir haben jetzt nichts zum Werfen, das macht es ein bisschen ungünstiger. Aber nicht so schlimm. Wir sind übrigens auch unsichtbar, wenn wir an den Seiten rumlaufen. So, jetzt warte ich mal. So, sie telefoniert jetzt erstmal gechillt. So, hier kommt keiner weiter und gucken. Auch der da. Der dürfte uns eigentlich nicht sehen. Der sieht uns gleich. That was close, bro. Jetzt sehen wir uns nicht. Genau. Hier drüben sind auch keine weiter drinne. So, jetzt gehen die da beide ran. Und sie geht jetzt hoffentlich irgendwann mal weiter. So. Stromkabel abmachen. Und da ran machen. Und auf Wiedersehen. Müssen wir nur schon mal da ganz schnell hinkommen. Damit wir den Auftrag so schnell wie möglich erledigt haben und einen fetten Bonus kassieren können. Wenn ihr uns sehen, kriegt man das ja relativ schnell mit. Ist ja nicht auf Purist. So. Hier ist noch einer. Okay, die sehen uns aber auch nicht. Der dürfte uns eigentlich auch nicht sehen, wenn wir jetzt hier schnell das Feld wechseln. Den da drüben habe ich jetzt nicht geachtet, aber okay, hat er auch nicht. So. Gleich da. Oh, Mist. Mist, der guckt in unsere Richtung. Wann geht die denn da jetzt endlich mal ran? Wie lange braucht ihr denn, um jetzt zu aktivieren?
verstecken uns erstmal. Wie lange braucht ihr denn, um das jetzt zu aktivieren? Hä? Das ist auch richtig geil gemacht. Wenn das Vogelscheuch hier dran bleibt, kommen Krähen. Aber nicht nur eine. Es kommen noch mehr. Du wolltest mich jetzt verarschen, oder? Es geht bis 5. Die dann da oben auf uns raufhocken. Und wenn wir jetzt den Versteck verlassen machen, dann fliegen die alle weg. Aber ich frag mich, warum sie da jetzt nicht stirbt. Wie lange braucht die denn dafür? Da ist nämlich ein Waschbecken innen drin. Und das Stromkabel vom... Wir haben den Generator nicht angemacht. Wah, jetzt hat's Klick gemacht. Wir haben den Generator nicht angemacht. Da kann ich neu starten, das ist schneller. Ach, verdammt, ne, dann können wir die Mission trotzdem machen. Jetzt hat's Klick gemacht, Leute. Jetzt hat's Klick gemacht. Keine Sorge. Lassen Sie Ihre Männer das Maisfeld durchsuchen. Ja, jetzt geht's aber schnell. An alle Einheiten. Wir haben Befehl, das Maisfeld zu durchsuchen. Oh, ich ziehe Keisu an, ich liebe dieses Gewehr. Das sieht so geil aus. Oh, der Hammer. Einfach der Hammer. So, jetzt geht's auch wirklich schnell. Verspreche ich euch. So, hier rechts rein. Ich würde jetzt gerne so schnell killen, alle einfach. Ich würde generell mal einfach gern alle Leute einfach killen. Also versuchen unauffällig alle Leute zu töten. Mal davon abgesehen, dass es sehr schwer ist. Was ist denn da Schönes? Was ist denn da an dem Ding dran für ein Gewehr? Ist das ein E-Light? Sieht so aus. Nee, ist eine M4-Modell. Mal durch. Dürft uns ja nicht sehen. Gut. So, jetzt müssen wir warten, bis die wieder weg ist. So, wir haben nämlich da links. Das haben wir vergessen. Das Stromkabel haben wir abgezogen, aber das haben wir nicht gemacht. Das Einschalten. Ist ja kein Ding. Der Part kann ja ruhig länger werden. Ist ja. Heute ist ja der 1. Mai. Wie wir alle wissen, am 1. Mai ist ja ohnehin frei. So, jetzt aber. So, Stromkabel an Wasserleitung. Na? Und deswegen die Krähe oben drauf. Und weg ist er. So, und jetzt müssen wir uns hier durchsneaken und zum ihr wisst schon, am Ausgang kommen. Oh Gott. Oh, der ist nah dran. Wir haben ihn verloren. Ihr habt mich nie gesehen, ihr Deppen. Ich würde auch gerne mal eine richtig schöne Sniper-Mission haben. Eine Stealth-Sniper-Mission. Und wirklich die Sniper exzessiv nutzen muss. Und so richtig gut Sachen machen damit kann. Das finde ich extrem toll. Nein. Ein Spiel hat sich aufgehangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die sind alle neben uns. Alter, mein Spiel hat kurz gehangen. Nein. Haltet die Augen offen. Der Verdächtige könnte in der Nähe sein. Nein. Die haben die Leiche gesehen. Wir sind noch unauffällig. Wir sind noch unauffällig, Leute. Wir können es noch schaffen. Wenn er jetzt zu uns kommt, haben wir ein Problem. Dann war es das mit dem unauffällig. Er geht weiter. Ich glaube, wir sind noch unauffällig. Es kam nicht Leiche entdeckt. 184, das ist nicht unauffällig gewesen. Doch? So wenig? Okay. Ich habe für so einen Kill teilweise auch mehr gekriegt, obwohl ich nicht unauffällig drin hatte. Aber okay, gut. Das war's dann für die Folge Hitman Contracts. Wow, what's up, man?
Ich würde mich über Kritik, Kommentare und Bewertungen sehr freuen und für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf den Abonnieren-Knopf und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, euer Raccoon Style Play und ciao!